Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, Hoher Tiroler Landtag, ganz kurz zu meinem Antrag zum Tagesordnungspunkt 25 zu den Jugendstartwohnungen. Es ist eh schon ein bisschen was dazu gesagt worden vom Kollegen Meinusch und jetzt auch vom Kollegen Gang. Ich möchte eigentlich gerade ein bisschen meine Intention zu dem Antrag ein bisschen auch näher bringen. Ich glaube, die Situation am Wohnungsmarkt ist jedem von uns klar, jedem von uns bewusst. Sie ist sehr angespannt und das aber nicht erst seit der Krise. Wir haben auch schon davor Probleme gehabt, Eigenheim uns leisten zu können. Die Krise hat es natürlich nochmals verschärft. Auch die KIM-Verordnung trägt ihren Teil dazu bei. Und gerade speziell für junge Menschen ist es sehr schwer, die 20% Eigenmittel aufzubringen. Deshalb haben wir uns halt einfach gedacht, wir wollen die Jugend, oder nicht die Jugend, die jungen Menschen, die jungen Erwachsenen unterstützen, Geld anzusparen für dieses, also für das Eigen, für die Eigenmittel, fürs Eigenkapital. Jugendstartwohnungen sollen es ermöglichen, kleine, günstige Wohnungen mit befristeten Mietverhältnissen. Durch diese günstigen Mittel soll eben das Ansparen ermöglicht werden, um eben das Geld für die Eigenmittel zusammenzukriegen. Wie sollen diese günstigen Wohnungen überhaupt realisiert werden? Der Kollege Meinusch hat es eh schon einmal angesprochen. Die Standards müssten gesenkt werden. Da reden wir von weniger Parkplätzen, also keine Tiefgarage, geringere Barrierefreiheit, geringere Raumhöhe, weniger Glasflächen, schmälere Gänge, keine Lifte, vielleicht auch wieder die Modulbauweise und vor allem auch gesetzliche Standards nicht strenger auslegen, als wir sie eh schon sind. Die Wirtschaftskammer glaubt, dass wenn man sich an diese Vorgaben haltet oder an diese, also im Idealfall, wenn man das alles berücksichtigt, dass man bis zu 30% der Miete einsparen könnte. Jetzt ist man schon durchaus bewusst, dass man nicht alle Vorschläge umsetzen kann und dass reine Jugendstartwohnungen vielleicht in größeren Städten was sein, in kleineren Gemeinden wird das jetzt schwer umsetzbar sein. Deshalb habe ich mir ursprünglich gedacht, wir bringen einen Prüfantrag ein, wir wollen einmal prüfen, gibt es überhaupt einen Bedarf, gibt es oder müssen gesetzliche Änderungen vorgenommen werden, um diese Jugendstartwohnungen zu ermöglichen? Und wie könnte ein konkretes Konzept ausschauen? Was wir auf keinen Fall wollten, ein Eingriff in Gemeindekompetenzen. Das wollten wir auf keinen Fall. Nach einem sehr konstruktiven Gespräch mit Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Georg Donau oder auch mit dem Kollegen Dominik Meinusch und der Diskussion im Ausschuss sind einige offene Fragen gleich schon geklärt worden, man hat sie gleich schon beantworten können und man hat sich jetzt auf diesen Abänderungsantrag verständigt. In Anbetracht der Umstände und wie es auch der Kollege Meinusch schon erklärt hat, finde ich den durchaus auch sinnvoll. Die Regierung soll gemeinsam mit dem Gemeindeverband und mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern einen Schwerpunkt auf die Jugendstartwohnungen in den Gemeinden setzen, da wo es Bedarf gibt und wo es auch sinnvoll ist. Wie gesagt, reine Jugendstartwohnungen, wenn überhaupt, wird es in größeren Städten geben. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Variante, die für kleinere Gemeinden auch interessant sein kann. Das tat ich mir im Wünschen zum Wohle der jungen Generation, zum Wohle meiner Generation, dass sie sich vielleicht irgendwann einmal dem Traum von Eigenheim erfüllen können. Vielen Dank.